Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann es relativ kurz machen aus zeitökonomischen Gründen und auch um Doppelung zu vermeiden, weil weitestgehend kann ich mich meiner Vorrednerin und Kollegin der SPD-Fraktion, Frau Waden, anschließen. Natürlich schließe ich mich an, komplett in der hohen Wertschätzung für das Ehrenamt. Auch Frau Tönnissen, das haben Sie auch zum Ausdruck gebracht. Natürlich ist es eine Säule unseres Zusammenhalts, ein Kitt in unserer Gesellschaft. Der Dank auch von der Grünen-Fraktion natürlich. Allerdings, dieser Antrag so in der Form, wie er hier vorliegt, bestätigt mich eher in meiner These, die ich jetzt mittlerweile schon länger vertrete, dass ich immer noch glaube, dass der beste Pirat Jack Sparrow ist. Weil das ist zwar gut, dieses Heidelberger Modell, und zwar, ja, das ist, finde ich, gut, hol den Bürgermeister, aber das hat die Kollegin Waden doch, glaube ich, schon zum Ausdruck gebracht. Ich glaube, es ist eher was für andere Kommunen, nicht was für die Landesebene. Wir haben halt, und das hat die Kollegin Waden auch schon ausgeführt, wir haben halt schon eine Wertschätzungskultur fürs Ehrenamt, viele Möglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger, sich dort einzubringen, erfahren Wertschätzung durch uns als Parlamentarier, durch Kabinettsmitglieder, durch die Ministerpräsidentin. Es gibt Online-Portale, insofern eine charmante Idee, wie ich finde, aber doch eher was im kommunalen Bereich. Aber wir werden gerne im Hauptausschuss das weiter beraten und stimmen natürlich der Überweisung zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege.